Pferde in der Natur und dem Menschen gehorsam. Darum dreht sich alles im bayerischen Haupt- und Landgestüt Schweiganger. Unterschiedliche Charaktere sind hier mit Leidenschaft am Werk. Und eins verbindet sie. Rossnarrisch sind's alle. Die Ausbildung in Schweiganger ist gründlich und mitunter hart. Sperrt eure Lauschlappen auf! Denkt ihr daran, dass ein Pferd keine Maschine ist? Bei der Auswahl der Tiere entscheidet der Chef persönlich, wer das Zeug zur Zucht hat. Korrekt sieht er auch aus. Tag für Tag meistern sie die Hürden des Pferdealltags, die Profis von Schweiganger. Es ist noch ruhig, so früh am Morgen. Scheint es. Im oberen Stockwerk des Hauptgebäudes, über den Stallungen, wohnen die Azubis. Scheiße. Nicht doch kaputt. So. Isabel Platz will Pferdewirtin werden. Immer morgens passieren. Haben sie so eilig hat. Die Azubis tragen Dienstkleidung und bewohnen Dienstzimmer. Und sie müssen Allround-Talente sein. In allen Lebenslagen. Ja. Und manchmal, wenn unverhoffte Dinge kommen in der Früh, hat man dann Stress. Aber noch einen schweren Tag. Viele Pferde reiten und so. Und dann pünktlich zur Arbeitsverteilung erscheinen. Jetzt gibt's da Ärger. Dann hat man manchmal ein bisschen Stress in der Früh. Schweiganger ist einer der beliebtesten Ausbildungsorte für Pferdewirte. Nur wenige schaffen es hierher. Vor einem harten Tag ist ein anständiges Frühstück noch einmal ein Ruhepunkt, bevor es losgeht. Maike Weber ist die beste Freundin von Isabel. Beide sind im dritten Lehrjahr. Jonathan Müller ist der einzige Mann unter den 12 Azubis. Denken kann, weiß ich, dass ich Pferde mag. Ich liebe Pferde. Ja, aber ich durfte nie reiten. Und dann, wo ich 8 war, da haben sie dann mal ein Auge zugedrückt und mich gelassen. Aber davor durfte ich nicht. Und dann war ich natürlich jeden Tag im Stall. Eigentlich immer. Da hatte ich noch nicht mal ein eigenes Pferd. Aber trotzdem habe ich da die ganze Zeit rumgelungert und irgendwas rumgeputzt oder so. Und seitdem bin ich so pferdeverrückt, glaube ich. Dann habe ich natürlich mein eigenes Pferd irgendwann gekriegt und dann wird es ja immer schlimmer. Ja. Vielleicht war es, als ich klein war, dass sie so groß sind und trotzdem recht sanfte Geschöpfe irgendwie sind. Und dass man sie trotzdem eigentlich mit nicht viel Aufwand auf seine Seite ziehen kann. Und die machen ja wirklich alles für einen, ja? Diese riesengroßen Tiere. Ich glaube, was auch viele so dieses Mädchenhafte ist mit diesen Pferden, weil die, wie du schon das so richtig gesagt hast, weil die so groß sind und so mächtig sind. Und das ist ja eher auch so ein großer Beschützer. Aber zugleich haben die weiches Fell, sind liebenswürdig, sind ganz, ganz, Pferde sind wahnsinnig spürsinnig und einfühlsam. Mhm. Was, glaube ich, viele Menschen nicht verstehen können oder nicht wissen, dass Pferde so sensible Geschöpfe sind und auf jeden verfeinste Einfluss reagieren. Der neue Arbeitstag beginnt für Azubi Anne Schmieding mit Stallarbeit. Man fängt klein an und kommt dann hoch. Man arbeitet sich hoch. Wir sind die im ersten Lehrjahr sind. Wir sind jetzt den dritten Arbeitstag hier. Und ja, aber es ist nicht so, dass man die ganze Drecksarbeit von den anderen machen darf, sondern auch die ganz normale Arbeit, tägliche Arbeit. Jeder hat sein eigenes Ding. In Schweiganger leben gut 350 Pferde. Die Haltungsbedingungen sind optimal. Und es gibt da einen, der jede kleinste Regung eines Pferdes zu deuten weiß. Sein Reitunterricht ist bei den angehenden Pferdewirten begehrt, aber auch gefürchtet. Er stellt höchste Ansprüche, immer
und überall. Das ist nur das Gröbste. Reitlehrer Peter Wallner. Wir haben jetzt Dressurstunde beim Herrn Wallner auf Schulpferden, die schon so ein bisschen was können, also beziehungsweise die man schon aussitzen kann und ein paar Lektionen reiten kann, wo man einfach seinen Sitz schulen kann und verschiedene Aufgaben reiten kann. Und dabei hilft uns jetzt der Herr Wallner. Und auch aus der Ferne entgeht dem nichts. Herrschaft, die Zügel legt man normalerweise über den Hals und wirft sie nicht über den Hals. Weil wenn im selben Moment einmal ein Pferd den Kopf hochnimmt und ihr haut denen die Zügel auf die Ohrwaschel, dann ist er verdorben für lange Zeit. Zügel über den Hals legen, gell? Dann tut man nachkommen, dann tut man nachgurten, Isabel. Merkt euch, wenn man auf der linken Seite des Pferdes hat man den linken Arm durch den Zügel durchgeschoben und wenn man auf der rechten Seite des Pferdes hantiert, hat man den rechten Arm durch den Zügel durchgeschoben. Nur lang die Gräten, fleißig Schritt. Korrektheit und Einfühlungsvermögen, darin besteht die Kunst des Reitens. Für Anne ist es die allererste Reitstunde bei Peter Wallner. Die Zügelfäuste in etwa aufgestellte Faust über Mähnenkamm. Du müsstest ja anatomisch gebaut sein wie ein Orang-Utan von der Armlänge her. Ja, richtig, wenn das Pferd nicht fein und prompt reagiert, einmal richtig hingelangt mit dem Schenkel. Und zieh diese Muskulatur bzw. das Fleisch am Oberschenkel so nach hinten raus. Weil du hast nur hier oben in der Hüfte ein Drehgelenk. Du musst aufpassen, sorgfältig vorbereiten den Übergang. Lass die Fäuste geschlossen. Du brichst dir mal den kleinen Finger, wenn du nicht mehr so wegstreckst. In dem Moment musst du schon nachgeben und nachtreiben. Und eventuell auch das Zügelmaß etwas verlängern. Du hängst nach außen, Maike. Du musst hier dich mehr strecken. Denk dir daran, dass ein Pferd keine Maschine ist. Anne, denkst du noch dran, was ich gesagt habe vorher? Sie versucht's ja. Aber was denkt eigentlich Peter Wallner? Ja, es geht schon. Ja, sie wollen ja Profis werden. Sie wollen ja das einmal berufsmäßig ergreifen. Und da dürfen wir schon was tun. Weil man glaubt nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Vorhand ein bisschen mehr reinführen, Maike. Schweiganger ist staatliches Haupt- und Landgestüt. Herzstück der bayerischen Pferdezucht. Landstallmeister Dr. Eberhard Senckenberg ist unterwegs zur Vorauswahl für die Körung. Gleich wird er entscheiden müssen, welcher Hengst taugt für die Zucht und welcher wird letztendlich kastriert. Bislang haben die Tiere auf der Weide gelebt. Ohne vorheriges Training sollen sie jetzt ihr Sprungvermögen unter Beweis stellen, so wie sie es von Natur aus mitbringen. Okay, mach dem Half da runter, bitte schön. Das ist jetzt ein Zweijähriger von unserem Dressurhengst in Flagranti. Deswegen, der macht einen Sprung, der muss einen Sprung machen, aber hauptsächlich Wert wird jetzt hier drauf gelegt auf die Bewegung. Das macht er von hinten sehr schön, springen sehr willig. Also Körung ist ja jetzt praktisch dann die Zulassung für die Zucht. Und darum geht es dann im Januar. Ja, sowas. Ja. Das ist ein bisschen. Und da muss man aber jetzt erst hier die Auswahl schaffen und dann in München im November. Ist ein weiter Weg und da bleiben viele auf der Strecke. Da kommt jetzt noch die tierärztliche Untersuchung dazu. Ja, das war gut. Jawohl, sehr gut. Fein. Also den stallen wir auf, Peter, gell? Aufstallen, das heißt bestanden. Ab in den Stall. Die Karriere als Hengst hat begonnen. Das Leben mit den Kameraden auf der Weide ist nun vorbei. Schweiganger ist für Pferde ein Paradies. Die Weiden im Werdenfelser Land sind schier unendlich groß. Unterschlupf finden die Tiere in verschiedenen Offenstellen. Aber
Egal, wo die Pferde gerade stecken, sobald sie den Traktor von Rudi Breiholz hören, kommt die Herde herbei. Rudi kennt sie alle, von klein auf. Und sie vertrauen ihm, dem Mann, der sie liebevoll versorgt. Für mich persönlich, wenn ich da heraus auf der Weide arbeite, die kommodesten sind die Hengste. Sturten, das ist aber ein bisschen so, da wird der, bei den Hengsten wird auch der Rang spielerisch festgestellt. Aber die Sturten, da ist richtige Stutenbissigkeit, da ist richtig Ernst dabei. Das gibt es bei den Hengsten eigentlich selten. Die sind halt mit einer natürlichen hohen Schule draußen, vor einem Gewitter oder beim schönen Sommertag, wenn es richtig heiß ist. Da machen sie eine Mandel und scherzen und da ist Action dann da. Aber Stuten, das sind, wie gesagt, da schaue ich lieber zweimal hin, bevor ich einmal zu wenig hingeschaut habe. Die können komisch sein. Inzwischen ist Reitlehrer Wallner bei den Details angelangt. Was ist los, Anni? Wenn sie mir so rumhampelt, hier vorne mit dem Kopf im Trab. Anni, du darfst nicht den Fehler machen und das Pferd nur mit der Hand formen. Du musst immer schauen, dass das Pferd von hinten nach vorne reitest. Und loslassen, mein Lieber. Nicht hängen bleiben vorne. Hast du das gemerkt? Ich weiß nicht, was du da immer einbildest, was du in der Hand hast. Oh Gott, lass die eine Hand werden wie die andere. Hein? Ihr könnt ein Pferd auch im Schritt intensivst beschäftigen und gymnastizieren. Das war schon wieder ein Klemmen. Normalerweise ist Kreuzanspanner unsichtbar für mich, nur ein Impuls. Da muss der energisch antreten. Anhalten jetzt einmal. Er muss überhaupt einmal stehen bleiben. Ruhig stehen bleiben, beliebig lange stehen bleiben. Dann muss er ruhig, beliebig lange gerade stehen bleiben. Und dann muss er ruhig, beliebig lange geschlossen stehen bleiben. Und solange er diese Kriterien nicht erfüllt, wo pariere ich ihn dann durch zum Halt? Mit zeitlicher Begrenzung, selbstverständlich. Ich sag das schon, wann's durchparieren sollst und die Zügel aus der Hand kauen lassen und dann hingeben sollst. Macht halt einmal das, was ich sage. Sperrt eure Lauschlappen auf. Ich hab nur gesagt, du sollst dich hinsetzen und die Zügel hingeben. Und jetzt sagst du, brav. Warum man so laut reden muss im Unterricht? Weil die vor lauter Konzentration aufs Pferd und das Atemgeräusch aufs Pferd kriegen die oft gar nicht mit, wenn man in normaler Tonlage spricht. Deswegen, das hat nichts mit Militarismus zu tun, wenn man etwas lauter spricht. Sondern schon, damit die auch mitkriegen, wenn man was sagt. Schließlich soll's ja Schritt für Schritt vorwärts gehen. Kampf geht weiter. Und die Mühe ist nicht umsonst. Ja, immer wieder lehrreich, so eine Stunde beim Herrn Wallner. Man kann manche Dinge einfach nicht oft genug hören, auch wenn es nur ganz kleine Dinge sind. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder das gesagt kriegt, allein mit meinen Händen, dass ich sie, ich mache dann immer so, dass ich eben eine Zügelfaust mache und solche Dinge, was man sich im Laufe der Zeit einfach angewöhnt, so kleine Dinge, und die er dann sieht sofort und korrigiert immer wieder und immer wieder, wie so ein Tonband. Das ist wichtig und das macht der Wallner sehr, sehr gut. Also es ist schon immer wieder zwar anstrengend, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich bei ihm geritten bin, weil ich dann weiß, okay, an dem und dem muss ich jetzt wieder arbeiten. Wenn was nicht so funktioniert, wie er das gern hätte, und wir das nicht so ordentlich umsetzen, wie er das gerne hätte, dann verstehe ich das schon, dass er da mal kurz sauer wird. In der Reithalle muss ein weiterer Hengstanwärter zeigen, was er kann. Das ist jetzt auch ein selbstgezogener Halbblüter aus einer Anglo-Araber-Mutter. Gut. Warte mal, wir machen gleich höher, gleich einhängen. Da gibt es schon welche, die mal versuchen rauszu. Also Außentüre, wenn offen wäre, dann wären schon welche dabei, die versuchen würden rauszuspringen. Oh, brrrr. Einfach ist er nicht zu bremsen. Der ist nicht, der will aber. Der Springer. Die große Kunst beim Freispringen besteht darin, das Tier in seinem natürlichen Bewegungsablauf zu sehen und so seine Fähigkeiten zu erspüren. Tolles Pferd. Der spielt halt mit den Höhen. Das ist noch keine super. Anhalten.
Ob der erkannt wird von einer Kommission, ist die andere Frage. Also wir machen auch nicht viel dran rum. Ich will auch gar nicht viel machen. Halt, brrt, brrt. Hallen halten hinten. Brav. So ist fein. Geh einmal hin und loben. Brav. Fein, Kleiner. Drehst ihn einmal rum. Hat er es gleich gelernt. Also den auf jeden Fall auch, gell? Geschafft. Ein weiterer Hengst eignet sich zur Körung. Das Engagement und das Mitzittern haben sich gelohnt. Mitzittern deshalb, weil man natürlich sich Qualität erhofft und die gerne sehen möchte, weil man kennt die Pferde ja von der Koppel und vom ersten Mal Mustern im Winter, als sie noch gerade ins zweijährige Alter reingekommen sind. Und dann erwartet man irgendwas. Und dann ist die Hoffnung mit dabei und dann halt, wie werden sie es machen? Sind sie wirklich gut oder doch nicht so gut? Sollen sie doch wieder auf die Koppel und dann zu denen, die dann mal kastriert werden würden? Und das heißt also dann nicht Hengst werden, also nicht für die Körung ausgewählt werden, keine Zulassung als Vatertier nachher. Und ja, man ist ja auch letztendlich stolz, wenn man was Eigenes produziert hat bzw. aufgezogen hat, wenn man sowas dann zur Körung bringen darf. Und deswegen ist ein bisschen Fiebern dabei. Gegenüber in der Tierarztpraxis steht eine OP bevor. Seit 15 Jahren kümmert sich gestützt Tierarzt Dr. Hans-Peter Remmler um die Pferde in Schweiganger. Man braucht einiges, um so ein Pferd zu operieren. Und nachdem ich keine Klinikräume habe, wo ich sowas machen könnte, muss ich das halt in der Box machen, im Stallbereich. Und dann muss ich halt alles, was ich brauche, mit rausziehen. Das ist dann immer ja, so eine richtige Wanderschaft mit allem drum und dran. Fehlt noch eine OP-Schwester. Angehende Pferdewirte müssen bei allem, was in Schweiganger so ansteht, mithelfen. Isabel traut sich. Vergessen darf man nichts, ich kann nicht schnell darauf zurückgreifen. Das heißt, ich muss alles mit vor Ort haben. Und ja, da. Manchmal ist aber auch fehlt was und dann muss ich meine Tierarzthelferin wieder zusammenscheißen. Die Petra, die gibt es eigentlich gar nicht. Virtuelle Tierarzthelferin. Ich muss im Prinzip alles selber machen, also auch die Vorbereitung für die Kastrationen und das Aufziehen. Ja, und nachdem ich mich so ungern über mich selber ärgert, muss ich immer die Petra schimpfen, wenn was fehlt. So, dann tragen wir es raus. Sach. Die bevorstehende OP ist eine der häufigsten in Schweiganger. Die Kastration eines Hengstes. So, das stellst du einfach da vorne. Also ich habe es schon mal so durch die Gitterstäbe mal ein liegendes Pferd gesehen. Das ist schon was anderes, wenn man das, so ein Riesenpferd, wenn man das kennt, man reitet es, man bewegt es, es läuft und dann liegt es am Boden. Das ist schon irgendwie ein bisschen unheimlich irgendwie, wenn es dann so da liegt. Wer Chef eines staatlich geführten Gestüts ist, leidet auch manchmal. Als Landstallmeister ist Eberhard Senckenbergs Platz nicht nur bei den Pferden, sondern er muss sie auch verwalten. Am Schreibtisch. Und der lässt ihn manchmal einfach nicht mehr los. Sie hat sich entschuldigt und so weiter. Das muss man auch irgendwo mal annehmen. Es geht halt die ganze Zeit. Einmal das Telefon, am besten, man sitzt gerade am Schreibtisch, dann hat man nicht zwei Telefone, wo man erreicht werden kann, dann ist es eigentlich besser. Aber das ist viel. Ja. Das Handy-Zeitalter war sicherlich ein Plus, weil ich damit viel besser rauskomme, auch raus in Betrieb zu den Pferden. Aber man ist viel leichter erreichbar und man ist ständig unter Beschuss. Tierarzt Dr. Remmler und Isabel sind jetzt unterwegs zur Stall-OP. Seine letzten Minuten als Hengst sind gezählt. So, die Hälfte deckst mal ab mit dem Handtuch. Einfach da vorne. Langt so einmal gefaltet? Bitte? So? Ja, das langt leicht. Gut. Mein Besteck ist ja noch steril. Und deswegen darf ich da nicht reinfassen und ich muss aber trotzdem noch ein paar Sachen reingeben, wie zum Beispiel ein Tuch, welches über das Operationsfeld gelegt wird. Dann brauche ich noch ein Messer und das ist eine Skalpellklinge, die tue ich jetzt auch
ohne dass es Olang reinfallen lassen. Und dann braucht man natürlich noch einen Faden, damit wir das Ganze hinter wieder schön zunähen können. Also man ist als Tierarzt auch ein halber Nähkünstler. Man muss die Knoten beherrschen, man muss die Nahtechniken beherrschen. Also wahrscheinlich könnt ihr ja irgendwo einen Flicken drauf nähen auf der Hosen. Ich hab's noch nie probiert, aber es ist eine Idee. Auch Christoph Göbel wird assistieren. Er ist langjähriger Bereiter in Schweiganger und sieht's pragmatisch. Du hast halt oft mit Hengst halt ein bisschen mehr Probleme in der Halle mit Studen oder so. Das hast du halt mit Wallach überhaupt nicht. Und deswegen macht man das Kastrieren halt, weil das einfach auch von der ganzen Haltungsform her, das ist halt mit Wallach wesentlich einfacher. Du kannst zusammen mit anderen auf Koppel tun, sondern das kannst du mit dem Hengst, du musst halt immer einzeln halten. So, jetzt haben wir eine Sedation gekriegt, das ist ein Beruhigungsmittel, damit er jetzt erst einmal runterfährt, damit er müde wird, den Kopf fallen lässt und ja, dann können wir die Branüle setzen, das heißt den Zugang zum venösen System und da kommt er dann, kriegt er dann seine Narkose rein und dann zieht es ihm irgendwann einmal die Füße weg. Leid tut er mir schon ein bisschen. Jetzt ist er ja dann bald kein Mann mehr. Und er weiß gar nichts davon. So, ich mache mir jetzt einstweilen noch richtig schick. Fast wie fürs Ausgehen. Also ein OP-Kittel ist klar. Aber das Allertollste ist natürlich eine Gummihosen. Beim Kastrieren, da brauche ich es, weil ich knie hinterm Pferd und es ist eine relativ feuchte Angelegenheit dann in der Einstreu, sodass ich also die Feuchtigkeit nicht an meine Hosen haben will, sondern ich schütze mich, dass ich da die Hosen eben anziehe. So, jetzt legen wir den Zugang. Aufpassen, langsam, vorsichtig, ein bisschen stützen, Christoph, hinten. So ist er schön. Ganz gut. So, machen wir den Halfter ab, damit er keinen Druck kriegt. Und wieder fährt Dr. Senckenberg Hengstkandidaten beurteilen. Pferdezüchter aus ganz Bayern können sich bei ihm, dem Landstallmeister, Rat holen. Jetzt wollen wir uns die zweijährigen Junghengste anschauen, weil jetzt geht es um die Selektion für die Körung, also unsere Selektion. Oh. Für die Körung nachher in München. Und da wollen wir jetzt die richtigen raussuchen. Entschuldigung, Senckenberg? Ja, Senckenberg? Besuch kündigt sich an. Die Züchterin Andrea Bergermeier will wissen, ob ihr Fritzi, der in Schweiganger aufgezogen wird, das Zeug zum Hengst hat. Okay, dann warten wir so lange. Alles klar, wir fangen zur kleinen Halle hinunterfahren gleich, gell? Alles klar, gut, danke schön, für Gott, wiederhören. Die nächsten Minuten werden jetzt entscheiden, wie es mit dem jungen Hengst der Anruferin weitergeht. Väterlicherseits bringt er eine gewisse Dressurbegabung mit. Aber wird er den Anforderungen genügen? Oder wie schaut's aus? Das ist er schon, gut. Ja. Dann trotzdem dann mal ganz gern. Was würden Sie gerne, Frau Bergermeier? Ich darf gerne mal reinkommen, weil dann sehe ich es besser. Ja, kommen Sie rein. Kommen ist Sie das rein. Ein Problem? Warte mal wieder. Moment. Ja, sicher. Wir machen sonst fast alles möglich. Nicht alles, aber fast alles. Gut. Vor allem die Mutter hat schon einen gekörten Hengst. Gell? Das ist ja schon ein Zeugnis, ein positives. So, komm her. So, jetzt lässt ihn ruhig einmal kommen. Oh, dranbleiben dann. Dranbleiben. Warte mal, ich mach mal dichter. Eins. Also Bewegung ist ja elastisch, das sieht man schon, gell? Der ganz schwingt. Toll. Also von der Bewegung her gefällt mir sehr gut. Und warten Sie auch mit der Entscheidung, immer erst die anderen auch mit anschauen. Ja. Dranbleiben. Hey du, brav. Also so gefällt mir vom Typ her recht gut, so bewegungsmäßig und viel Gummi und echt elastisch. Der Kopf ist nicht allzu schön, aber... Aber man muss sich auch überlegen, ob man sich das antut mit dem Hengst. Ja, ne? Das ist das jetzt andere. Oh, gut, gut.
So ist brav, fein, das war sehr schön. Warte mal, warte mal. Es stecken viele Träume, viele Hoffnungen in einem Pferd. Die Beziehung zum Tier wird enger. Aber ein Züchter muss auch immer überlegen, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt. Ja, Sie dürfen nochmal. Aus Russland, aus Moskau. Ja, ich bin jetzt gerade bei in der Halle. Vielleicht in 2 Stunden geht es nochmal. Danke, schöne Grüße an Elena. Danke, für Gott. Oh, Da hat er Gummi irgendwo. Gummi hat er, aber es ist als Hengst, man muss sich das überlegen, ob man das investieren will. Das sind ja auch Kosten. Gell? Das ist eine schöne Art, sich zu bewegen, aber er ist in Relation, das werden Sie gleich vielleicht an anderen Kandidaten sehen. Ola, etwas kurzbeinig auch. So, lass ja, gut sein. Das ist so, Patricia, bringst du weg. Gell? Aber erstmal abwarten, mal im Kopf überlegen und dann. Sagen wir mal, in den Kopf wächst er wahrscheinlich nur rein. Da wächst er schon noch rein. Bei Korrektheit, das passt so. Der geht relativ gerade, das passt ganz gut. Das Springen zählt offenbar nicht unbedingt zu Fritzis Stärken. Gibt es andere? Für Landstallmeister Eberhard Senckenberg heißt es jetzt, der Züchterin die Fakten schonend beizubringen. Fritzi würde bei der Körung so gut wie keine Chancen haben. Aber sehen Sie, jetzt schauen Sie mal die Fessel an, ein bisschen kurz. Okay, gut, loben und tun weg. Wer tust denn aus? Tust du wieder ins Paddock zurück und dann mit dem nächsten kommen wir aus der Box dann. Überlegen Sie mal, ob Sie mit so einem dann. Und das ist es. Verstehen Sie? Will man sich das antun? Und Er ist halt vom Typ her nicht schick genug. Und es gibt, ich war heuer auf dem Bundeschampionat und da gibt es eigentlich nur schicke Typen, also vom Hengst her, die als Hengste aufgezogen werden und dann auch gekürt sind. Und da hat halt so einer, der nicht so den letzten Schick hat, eigentlich dann nicht so viel zu suchen. Das ist vielleicht dann ein bisschen bitter, aber weil in der Zucht muss man halt so Pillen aufschlucken. Jetzt schauen Sie mal, jetzt vom Typ her ist der schon halt hochbeiniger, geschlossener. Ja. Gell? Ob das ein Hengst wird? Sehr mit der Konkurrenz kann Ihr Fritzi einfach nicht mithalten. Aber trotzdem mal vergleichen jetzt. Gell? Naja, da geht es ja darum, dass es von Haus aus mitbringen. Man kann da schon mit der Gymnastizierung, mit der Arbeit, verbessert sich das schon. Aber jetzt von den Genen her, das sollten Sie ja von Haus aus schon diesen Schnick, den Elan, die Elastizität, diesen Gummi, sagt man, da mitbringen. Dann hat er auch vorne so ein bisschen zweierlei Vorderbein. Wird ein gutes Reitpferd. Bleibt ihm viel erspart, kann er artgerechter gehalten werden, nicht in Einzelhaft, wie es bei den Hengsten ja so leider Gottes ist dann. Und das sehen Sie in der nächsten Folge von Rossnarrisch. So. Eierwaschen. Ja, Eierwaschen. Wie geht es Azubi Isabel als OP-Schwester? Kaltblüter Shogun beim Belastungstest. Oh, mein Bubi. Oh, brav. Und die hohe Schule der Dressur. Erstmal ohne Pferd. Geht schon wieder los. So, besser vor, Hexe, vor, hinten reinziehen.